da durch. Aber wahrscheinlich zeigt der Pfeil jetzt zur letzten Little Sister. Könnte ich mir vorstellen. Oh, und dann hier direkt um die Ecke. Hallo. Danke. Da im vorderen Tonika-Fahrer ist über allen sind. Okay. Ja, gut. Hauen wir halt da mal rein. Wir haben es ja. Upgrades, bitte. Vielleicht könnte ich hier auch langsam auf Upgrades gehen. Oder? Elektrohaut. Das wäre nicht schlecht. Heimwerker. Umbenennen. Na, ich glaube ja nicht. Okay. Das mache ich mal statt Feuersturm. Puh, da haben wir echt noch eine ganze Menge hier zu machen. Verkaufsexperte, ja, Stadt. Bohrerkraft. Dann nehme ich hier vielleicht noch ein paar Upgrades mit, oder? Elektrobolt 2. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Abfackeln 2. Jawohl. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Schön. Ja, einfrieren glaube ich nicht, den Bots zu rufen. Ha? Ja, reicht mal fürs Erste, glaube ich. Wurden die jetzt schon ausgewählt? Ja. Macht ja auch Sinn. So. Dann geht es ab zur letzten Little Sister. Die ist dann wohl da unten. Ah ja, genau, und da ist auch das Ziel drauf. Alles klar, dann stimmt das jetzt. Und macht auch Sinn, dass mich der Pfeil jetzt dahin führt. Hey, Heckpfeil. Klappe. Wieso habe ich die jetzt mit der Fallnähte? Wie gesagt, da fände ich sinnvoll, wenn der einfach die normale Munition als Standard nimmt und wenn wir dann was anderes haben wollen, dass er das dann entsprechend umstellt. Heute ist mein Glückstag. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Na gut, ich glaube, das macht jetzt gerade wenig Sinn. Na komm. Wir mal dein Ding. Ich glaube, bei dem könnte ich ja mal den Raketenspeer ausprobieren. Hypnotisieren, Telekinese, Sicherheitskommando, Elektrobolt. Genau, den möchte ich bitte. Zerdritzel.
jetzt nicht so das Wahre. Na komm. So. Was war das jetzt? Ein Big Daddy mit einem... Oder... Keine Ahnung. Ein Nahkampfangriff zerlegen oder was war das? Naja, wir heilen uns nochmal. Da können wir direkt dann sammeln. Ah, genau, ich hätte gerne der oben die noch, bitte. So, damit wäre die auf unserer Seite. Dann hauen wir noch einige Fallnieten raus. Und zwar da. Ach, die Granate habe ich, glaube ich, noch gar nicht eingesetzt gerade. Nehmen wir den doch mal. Splittergranate, Kontaktmine, jawohl. Ich glaube, das wäre da gar nicht so schlecht. Dahin. Und vielleicht auch noch dahin. Und dahin. Und lalala. Da noch ein bisschen auf die Treppe. Dass die sich auch noch alle wohlfühlen. Da vielleicht noch was hin. Ja. Passt. Normale Kugeln. Fertig, dann sammeln mal los. Bitteschön. Passt auf schlafende Engel auf. Ich will dich doch nicht. Du kommst mit zu mir. Tatsächlich. Manchmal fliegen die Rosen überall rum. Okay, den ersten hat schon zerlegt. Zack. Nein, kurz nachladen. Einen kurzen Moment bitte. Danke, danke, danke. Boah, das geht ja echt extrem schnell. So, dann durchladen, plündern. Können wir die wieder mitnehmen? Yep. Schön. Fallnieten. Ja. Wir haben ja eh zu viel Geld, von daher. Lindenkugeln, hier noch ein bisschen Muni. Speer nehmen wir mit. Kontaktbienen nehmen wir mit. Ach, wir hätten das auch vielleicht noch vorher noch mal hacken sollen. Hm? Yep. Mit da zu viel Geld ausgeben. Ja, wie gesagt, es passt ja. Na? Ja, so ungefähr. Ich glaube, das waren ungefähr die Augen. So, ich glaube, die haben wir soweit. Danke, danke. Jawohl, zack. Nehmen wir den Speer mit. Gib. Ah, wir haben den Speer voll. Na gut. Na komm. So, hätten wir das noch fix gehackt? Ah. Was haben wir denn da? Wenn ein Bohrer. Okay. Das Miede. Ah. Ja, lagere ich ein. Ich glaube nicht, dass ich das großartig nutzen sollte. Ryans Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es
leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Gut, dass ich damit nicht zu Lärm gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside. Ich glaube, da hat jemand Gelüste. So, wo haben wir denn hier noch ein... Komm, Daddy, wir sind gleich da. Etwas zum Ausplündern. Da, da ist es. Können wir denn da vielleicht wieder... Ich glaube, das mit den Kontaktminen war gar nicht so schlecht. Oder? Schrot? Schrot? Schrot. Nehmen wir Schrot. Schlafende Engel leuchten. Der leuchtet. So. Zack. Wieso hast du denn die Waffe nicht nachgeladen, mein Freund? Also die Rundfunk ist, glaube ich, dazu echt nicht geeignet. Die ist viel zu langsam. Ja, geht ja echt extrem fix. Ach, ich glaube, das ist, weil wir jetzt ja Schaden gekriegt haben, dass sie dann schneller sammelt. Komm. So, laden, sammeln. Nehmen wir wieder alles mit. Ja, das ging ja doch erfreulich schnell, muss ich ja sagen, mit dem dem Aufsammeln. Ach, wir könnten ja auch mal hier. Moment, wo waren das? Hypnotisieren, Sicherheitskommando, Elektrobolt. Das war Speichern. Und den auf F5 können wir jetzt ja nicht mehr anwählen, den Lot. Muss ich da jetzt echt mal hingehen und mir kann ich es irgendwo austauschen? Ich glaube nicht. Nochmal Feuer hier draufsetzen. So, du darfst mal gehen. Mein liebes Kind. Danke. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Natürlich. Wohl rein theoretisch können wir da auch ein Dings draufsetzen hier. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. So langsam! Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ich hab dich doch hypnotisiert, wieso, So, da ist es hier ein Gen. Genau, hier ist ein Gen-Ding. Ach, ich glaube, da kommt es wieder, Schnucki. So, auf 3 ist das. Wieso ist denn das jetzt nicht angewählt worden? Ach, hier können wir auch nichts hinsetzen.
Okay, ich kann das leider auch nicht rauspacken. Ach, wird schon werden. Na? So, ich komme wieder mit den Tasten durcheinander. Und auch wieder mit den Waffen, sehe ich gerade. Foto? Foto. Haben wir denn beim Panzerzeichen noch was? Ja, ein bisschen was. Ich will doch nicht an die Person, ich will Panzer brechen. Boah, Mann, geht mir das gerade auf die Nerven hier. So, normale Nieten. Triff. Und stirb. Ja, Schaffzeiten. Das hat doch mal ordentlich reingehauen. Trotz Schwierigkeitsstufe leicht. Aber da war auch wieder viel Rumverklicke dabei. Moment, erstmal hacken. Dass das dann auch lohnt. So, Verbandskisten wieder, obwohl die finden wir glaube ich auch noch gleich genug. Nieten, ja, Kugeln, ja. Da wieder ein bisschen. Das wäre es jetzt auch schon mal wieder fürs Erste. Lass mal sehen. Ich glaube, ich sollte wirklich hier durchscrollen. Das hört ja jetzt echt nicht mehr auf. So, Granatwerfer mal ausgenutzt. Das reicht nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich muss das tatsächlich weghauen. So, bitte. Telekinese will ich nicht. Hypnosieren will ich auch nicht. Elektrobolt will ich nicht. Abfackeln, da haben wir es doch. Wusch. Herrschaftszeiten. Das hat jetzt echt ewig gebraucht. Das wirst du nie und nimmer bekommen. Das ist ja echt noch eine ganze Menge los hier. Klappe halten, danke. So. Gut, dann ballern wir uns hier noch durch. Weg. Die holen wir uns jetzt. Klappe halten bitte, danke. So, weiter geht's. Boah, ist hier unglaublich viel los. Verdammt. Dann können wir nachher nochmal irgendwelche Pfeile kaufen. So, jetzt reicht's mir. Meins. Mir noch eine Errungenschaft mitgenommen. So, das möchte ich gerne mal wegbrennen. Kriegt ein paar Granaten. Ruhe.
So. Ich glaube, dann gehört uns hier soweit alles. Ah, doch noch nicht ganz. Ah, super. Mini-Geschütze endlich wieder. Ja, fucken wir noch ein bisschen rum. Und zwar nicht lange. Mhm. Läuft, 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 läuft. Ich sollte vielleicht auch mal wieder eine Waffe nehmen. Wer weiß, was uns hier noch gleich erwartet. Hm. Das ist nicht schlecht. Mache ich mal hier auf die Stadt den kürzeren Alarmen. Ja, komm, ich gönne mir das jetzt auch mal wieder. Und direkt wieder Autoheckpfeile bis zum Umfallen. Super. Ich hoffe, unsere Sache kann keine Volltrottel gebrauchen. Was war das jetzt? Aua. Und da kommt die Verstärkung. Meine Achse! Lauf nur! Rennt mal schön, meine Lieben. So. Zack, weg. Die räumen ja schon mal schön auf hier. Ach, Scheiße! Möchtest du nicht gerne brennen? Schade. Outlag-Pfeile bis zum Umfallen. So, wollen wir dich hier hochgeschossen? Da hoch. Okay. Passt. Dann gehen wir mal noch schnell zurück. Na, da, 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 da. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Ich muss hier doch mal wieder auf Schnellfeuer umschalten. So. Die Herren. Heftig. Aber gut, passt. Soweit, denke ich. Schmeißen sie echt alles entgegen, was er uns noch irgendwie... keine Ahnung, anbringen möchte. So an Gegnern. Dann würde ich mal sagen, wir gehen noch schnell rüber, gucken, was das bringt. Dann sollte es für heute aber auch genug sein. Es waren wieder 4 Stunden. Knapp. Hüpf. Geld, Geld, Geld. So. Herr Ryan. Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Oh Gott, gütiger Gott, ich schwöre dir, das war nichts gegen dich persönlich, okay? Nicht! Bitte nicht! Wir verschonen ihn. Wie gesagt, wir haben die andere ja auch verschont. Der hätte es halt noch eher verdient gehabt. Aber wie gesagt, wir spielen nett.
Ausnahmsweise mal. Okay, der Angriff der Alpha-Serie kann durch eine Melee-Attacke direkt vor ihrer Attacke unterbrochen werden. Aha. Inhalt wird gespeichert. Schön. Wir sind angekommen. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Na gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Vielen Dank fürs nachträgige Anschauen auf YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.